Willkommen zurück bei The Search, Folge 22. Ich habe keine Ahnung, ich habe manchmal Probleme mit zählen. Bitte bleibt zu eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Wir sind jetzt hier im Labor, haben aber noch nicht groß gerissen. Da hinten geht es ja nicht lang, da war ich ja schon. Weil draußen sind diese Roboter-Skorpion-Scheiß-Kack. Ah, ich wollte was gucken. Wie kann ich denn... Das ist... Lalalala. Die Autologs. Ich habe jetzt 3 Münzen. Den vierten weiß ich, wo der ist. Aber... Und ein Ausrüstungsset. Das fehlt mir halt noch, das eine. Dann hätte ich alles... Dieses gelbe Rhino. Rhino hieß die Firma, glaube ich, oder? Bitte bleibt innerhalb der Servicestation, bis die Quarantäne aufgehoben wurde. Wenn ich hier... Ja, diese ganzen Kackdinger kann ich natürlich aufwerten. Wolfram Legion MK. Ich brauche aber MK3. Deaktiviert. Kann ich meine Drohne aufpimpen? Ah. Das könnte ich auch mal machen. Wenn wir schon hier sind. Noch eins und ich könnte. Ich brauche nur noch 4000, dann sind wir bei 45. Nur auch so schon bei 176 Leben. Ausdauer immer noch 100. Schaden 78 könnte mal auch langsam was kommen. Aber. Demata habe ich, ja, habe ich ein bisschen was. Wie ist denn der eigentlich? Das ist quasi in allem besser. Bitte bleibt zu eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Ich hole mal vergessen, ich wollte wenigstens Dings gucken. Komponenten. Ja. Ich brauche halt das noch. Brauchsgegenstände, da habe ich alles schon. Habe ich jetzt auch keine Ahnung. So, gehen wir weiter sterben. Wäre halt schön, wenn ich den Shortcut hier vorne mal freischalten könnte. Das hier oben brauche ich ja noch Dings. Weiter unten hat man noch eine Tür mit Sicherheitscheck. Oh. Hauptsache die leuchtet. Kriegt da doch Stunk an. Jetzt geht's noch, was? Hallo, das ist... Das wird er wahrscheinlich genau dasselbe Modul brauchen. Oh! Von der Gegenseite, oder? Ja. Nerv mich. 290 Altmetall dafür, das ist eine Frechheit. Geizig. Das war mit Sicherheitscheck, ne? Auf den Kopf. Ja, das war mit Sicherheitscheck leider. Hebs auf. So. Wie ich den erledigt habe, weiß ich zwar auch nicht, aber ist ja egal. Oh, endlich mal wieder da hoch, wo wir immer gestorben sind. Ich weiß noch nicht, wo wir hinkommen, ist ja noch irgendwie alles zu. Ich hätte gerne einen Shortcut. Ich meine, da wird da irgendwo sein.
Weil wir fahren jetzt nach oben und dann gehen wir wieder nach unten. Also wird wohl der Shortcut sein, denke ich mal. Jo, wo? Das ist die Frage des Jahres. Oh, da war ja schon hin. Was? Jetzt mal fast voll. Würde ich nur im Notfall nutzen wollen. Funktioniert nicht so, wie ich das mir erhofft habe. Oder funktioniert das so, wie ich es mir gehofft? Nein. Nein. Ja, schon gesehen hat, mit denen habe ich schon immer zu kämpfen. Oh. Dass wir nicht nur eine Zukunft haben, sondern einen Neuanfang. Die Chance von vorn zu jetzt aber. Warte. Mir gefallen halt diese. Kryo mehr ist als ein Job. Ich kann euch. Diese Roboter-Kack-Dinger gefallen mir halt überhaupt nicht. Wären meine Träume nur das. Wow. Du sollst ihn anlocken. Ah, funktioniert, wie es mir vorgestellt hat. Waren das drei oder zwei von denen? Ich will es jetzt gar nicht wissen. Ich will jetzt mal kurz aufladen. Ich tue viel zu wenig Kontern, ist mir mal aufgefallen. Kann das sein? Ja, aufzurennen. Den Bagger mache ich halt wirklich erst, wenn ich Shortcut habe. Vielen Dank, dass du dir heute trotz deines vollen Kalenders die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Danke.
und danke euch. Ah. Ich weiß, wie viel Was nimmst? Oi, 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 oi. Affe? Ich hab irgendwie schon die geilste Waffe, irgendwie. Einige Scheidungsanwälte würden da widersprechen. Ich habe ja nichts zu tun sonst. Gut, hören Sie zu. Sie sind sicher clever genug zu sehen, dass dieser Bereich unter Sicherheitssperre, Quarantäne oder was auch immer steht. Hanebüchende Vorwände nur, um mich zu kriegen. Ich muss hier raus. Also müssen wir die Sicherheitssperre abschalten. Und mit wir meine ich Sie. Dachte ich mir. Wollen Sie mir vielleicht sagen, wer Sie sind? Mein Name ist Dr. Chavez, Melissa. Vielleicht haben Sie von mir gehört. Und nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ich arbeite hier. Ich denke, das wäre genug geplaudert. Also, wie wär's damit, mich hier rauszuholen? Guter Plan. Ein paar Details könnten nicht schaden. Ich formuliere das mal so einfach wie möglich. Finden Sie das größte der Gewächshäuser. Suchen Sie dort nach der Hauptkonsole. Sie ist mit allen Systemen dieses Sektors verbunden. Ich bin mir sicher, den Rest finden Sie selbst heraus. Wenn Sie mich nett bitten, haben wir einen Deal. Wenn ich nicht nett gebeten hätte, wäre Ihnen das aufgefallen, glauben Sie. Ha! Typisch! Alter, die sind echt zum Kotzen, die Dinger. Ah, ich bin tot. Oh, ich hatte so viel. Och nee, Alter. Die haben auch keine Schwachstelle. Das ist ein bisschen traurig. Und immer noch kein Shortcut und 4.500. Oh nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Bitte bleibt zu eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Komm ich da bestimmt wahrscheinlich auch noch umgehen. Bitte um eure Aufmerksamkeit. Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor bleiben aktiv. Ja. Säuberungsteams wurden angekündigt.
gefordert. Bitte bleibt innerhalb der Servicestation, bis die Situation geklärt wurde. Zugewiesene Säuberungsteams, bitte beim Einsatzleiter zur Missionsbesprechung melden. Ja, bin ich nicht. Da steht noch Packs drauf. Das weiß ich manchmal nicht. Warum? Batch ich die tot oder? Weil ich kriege auch Zeit drauf. Ich weiß auch nicht, welches Gewächshaus die Alte meint, also... An dem Standpunkt ja, ich habe keine Ahnung. Ah! Das größte Gewächshaus. Okay. So viele Tipps, die sie mir gegeben hat. Leck mich am Ärmel. Wir mussten die Sache anpacken. Was? Okay, das Gemüse ein bisschen ruhig angehen. Jetzt habe ich es aufgemacht, jetzt bin ich erstmal tot. Und da kann ich mir vorstellen, dass es einen Shortcut gibt. Was wollte ich die Folge eigentlich noch schaffen? Wenn ich schon so eine viel schaffe. Ab 5.500 ist halt auch traurig, wenn ich es nicht schaffe. Bitte bleibt zu eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es da runter geht und dann hast du hier den Shortcut. Das wäre doch der perfekte Abschluss für die Folge. Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor bleiben aktiv. Kommt er da wieder hier geil durchgebrochen mit übelster Musik? Cool, oder? Bitte bleibt innerhalb der Servicestation, bis die Situation geklärt wurde. Zugewiesene Säuberungsteam, bitte beim Einsatzleiter zur Missionsbesprechung melden. Hallo, mach den Scheiß. Wenn ich ein Log-on will, gibt er mir ne. Wenn er mir scheißegal ist, dann wird ihr gelockt bis zum geht nicht mehr. Wir haben jetzt wieder welche? Ich kann mir vorstellen, dass sie versuchen mit hoch und der Vorschuss zieht die dann irgendwie in Tod oder so. Hallo? Jetzt hat wieder keine Lust auf den Lock-on. Was sind beide? Hallo? Oh, ist... Ich will eigentlich nur mein Altmetall zurückholen. Jetzt laden wir uns jetzt gleich auf.
Dann versuchen wir hier normal lang zu gehen. Wir machen ja vor allen Dingen diese Kackroboter. Hunde, Fuck, Ficker, Fuck, Fick, Fuck. Absolut. Kein Grund für Förmlichkeit. Im Lauf der Zeit hat man dich bis zum finanziellen. Ich hab schon lange nicht mehr gehauen, aber naja. Wie kann man die blocken? Na komm, Bitch. Du weißt, dass der Scheiß giftig ist, oder? Wir können das Zeug nicht einfach quer über die ganze Fabrik verteilen. Wir hatten einen weiteren Unfall. Gott sei Dank ist er nur ein Krüppel. Oder ist es billiger für die Firma, wenn sie direkt tot umfallen? Wenn die EHA jeder von Wind kriegt, dann wird der Laden hier schneller dicht gemacht, als eine dieser Raketen hochgeht. Ja, Shortcut. Ich hab irgendwas Geiles. Also ich habe einen Audiolog aufgesammelt. Ich bin ein bisschen durch heute wahrscheinlich. Vor allem Schlafmangel. Oh. Warnung! Für den gesamten Bereich gelten Quarantäneauflagen. Gucken kann man ja. Brauche ich. Na, Inventar, Verbrauchsgegenstände. Ja. Implantatslot freigeschalten. So. Da hätte ich gern dieses. Was ist das? So. Dieses Automed. Hupp. Ich kann nicht mehr helfen, wenn ich wegrenne, werde ich automatisch aufgeladen. So, würde ich sagen, wir sind in der Medibay und wir machen einen kleinen Cut. Ich weiß noch nicht, wann ich nichts mehr zum Aufnehmen komme. Ich hoffe, dass keine oder wenigstens nur eine kleine Pause zwischen der und der nächsten Folge sein wird. Drückt die Daumen. Bis dahin, auf Wiedersehen.